herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von InfoNeuland TV. Seit etwas über einem Jahr hat die Kooperative Neuland an einer Fleischverarbeitungsfabrik für ihren Frigorifico gebaut. 2001 hatte man in Villa Agis den Schlachtvertrieb eingeweiht, wo bis heute die Schlachtung der Rinder durchgeführt wird. Die Verarbeitung wurde auf einem zweiten Gelände in Mariano Roque Alonso gemacht. Um die Produktionskette auch geografisch auf einen Platz zu haben, entschied man sich 2012 für den Anbau des Schlachtbetriebs in Villa Agis. Mit einer Investition von rund 16 Millionen US-Dollar konnte der Bau fertiggestellt werden, wo das Fleisch zerteilt und verpackt wird. Mit modernster Technologie kann so ein hochqualitatives Exportprodukt entstehen, das unter anderem auf dem europäischen, russischen und chilenischen Markt verkauft wird. Auch lokal wird der Fleischverkauf gefördert werden. Hier noch kurz einige Daten zum Neubau. Die Fläche des Neubaus beträgt 10.000 Quadratmeter. Durch die neue Fabrik wurden zusätzlich 250 Arbeitsplätze geschaffen. Die Verarbeitungskapazität liegt bei etwa 800 Rindern pro Tag. Die Kühlkammern haben ein Fassungsvolumen von 1.600 Rinder. Rund 2.200 Tonnen verarbeitetes Fleisch hat in den Lagerhallen Platz. Zusammengefasst bietet der Frigorifico Neuland heute in beiden Verarbeitungsfabriken 700 Personen Arbeit und hat eine Lieferkapazität von 800 verarbeitete Rinder pro Tag. Im Anschluss hören wir noch einige Worte vom Präsidenten der Kooperative, Herr Edwin Reimer. Ja, erst einmal die Eindrücke, die man bekommt, wenn so viele geladene Gäste da sind, das gibt schon ein besonderes Gefühl. Aber abgesehen davon hatten wir einen wunderbaren Tag. Das Wetter hat gestimmt. Die geladenen Gäste sind so gerade pünktlich gekommen. Auch die Neulanderbusse kamen gerade noch rechtzeitig an. Auch der Präsident und der Vizepräsident des Landes sind pünktlich erschienen mit einigen Ministern und vielen anderen geladenen Gästen. So, ich fand, dass es ein gelungenes Fest ist. Und dass die Stimmung positiv ist, besonders auch die kulturellen Beiträge. Und was uns ja auch wichtig ist, die Besinnung am Anfang, das haben wir absichtlich so im Programm geplant, dass wir auch der Regierung zeigen wollen, dass unsere Grundlage unser Glaube ist. Und dass wir auf der anderen Seite Professionalität zeigen, dass die Sachen gut gemacht werden, das sollten auch die professionellen Künstler zeigen. Und dass wir uns nicht verschließen, dass wir uns integrieren auf Landesebene, dass wir uns integrieren auf internationaler Ebene. Ich glaube, diese Botschaften sind angekommen. Ich persönlich bin bis soweit sehr zufrieden mit dem Fest.